Was denn? Das ist doch voll cool. Hey James, die machen sich ja mein Spielzeug lustig. Ja, was für ein Spielzeug ist das denn? Das wüsstest du wohl gerne, wa? Ja. Ich hab Spielzeug. Was ist hier falsch, Lukas? Was geht hier ab? Ihr wisst gar nicht, wie gefährlich das ist, sich auf sein Spielzeug zu setzen. Das ist scharf. Und spitz. So eine Klinge. Ja, es ist eine Klinge. Das ist voll gefährlich, wenn man sich drauf setzt. Stell dir vor, die Abdeckung wäre nicht drauf, dann würde ich mir wehtun. Sekunde. Ich glaube, ich habe mir meinen Bauch ausgepumpt. Von Lachen. Ich habe den Bauch gegessen jetzt. Also, ich will es mal aufklären. Ich spiele mit meinem Schwert herum. Das macht das nicht besser. Nein. Hey James, du weißt, dass es ein Schwert ist. Ich weiß, aber du... Ich hoffe, du weißt, James, dass ich das gerade anhört, oder? Hä, hey, wie denn? Ach, also, lol! Das ist ja mega zweideutig, was ich hier sage. Nee, Leute, das ist ein richtiges Spielzeug. Hat James auch schon damit gespielt? Nee. Das ist mein Spielzeug, das ist nur meins. Alter, aber James kennt das. Ja, der kennt das. Dann habe ich das auch das gezeigt. Nee, auch bei Kamera habe ich ihm das gezeigt, dass ich daneben geschlafen habe und so. Okay. Ich habe das sogar mal als Handyhalterung benutzt. Weil mein Handy ist immer umgekippt, da habe ich immer ein Glas benutzt. Nein. Ja, Multikulti-Ständer, würde ich sagen. Multikulti-Ständer? Also, es ist ein Schwert, also echtes. Also, das ist cool. Hat nicht jeder. Wisst ihr, wie gefährlich diese Dinger sind, wenn man nicht weiß, wo die sind? Ich hab auch ein Schwert hier. Ich auch. Also, ja, ich hab eins. Ja, weil, ach, wisst ihr ja inzwischen. James. Ja. Ich soll dir von Leila sagen, du sollst TeamSpeak gucken. Was? Ich schick mal, du sollst jetzt TeamSpeak gucken. Nice, redet noch mehr durcheinander, danke. Oder TeamSpeak gucken. Soll ich den TeamSpeak gucken? Nee, aber James, ich glaube, das ist recht, das nicht ansprechen soll. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Also ich habe alles gut. Weil ich habe drüber nachgedacht, was ich so gesagt habe, und das kam vielleicht falsch rüber, weil ich es richtig beschrieben habe. Dann dachte ich so, sag ich besser nochmal. Jetzt ist alles. Also, ihr wisst jetzt, was ich meine. Also, jetzt habe ich erst an das Spielzeug gedacht, an das du denken könntest, was ich denken kann. Also ich habe ein normales Spielzeug, kein komisches. James Leila möchte was von dir. Was will die denn von mir? Kann die nicht reden?